It's simple. Wenn das Eis über 0 geht, 0 Grad geht, dann schmilzt es. Aber ist das wirklich so einfach? Insbesondere, wenn man sich einen großen Eisblock anschaut. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Winkelmann. Sie ist Klimawissenschaftler an der Uni Potsdam und sie leitet auch ein Zukunftslabor für die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit gegen die Klimaveränderung. Und sie scheint wirklich ein Experte zu oder eine Expertin zu sein, wenn es um Eis geht. Ein großer Applaus bitte für unsere Vortragende. Viel Spaß. Wir haben momentan noch keinen Sound auf dem Stream. Wir hoffen, dass das gleich behoben ist. Immer noch kein Sound. Okay, hier kommt die technische Störung. Gleich geht's weiter. Vielen Dank und willkommen. Wir machen eine Exkursion in den hohen Norden und den tiefen Süden. Und dieses Jahr kommt zu einem Ende. Und ich denke mir, wir können auch mal darüber nachdenken, was 2020 war. Es war sicherlich ein besonderes Jahr für uns. Aber es war halt auch für die Umwelt und die Natur ein bedeutendes Jahr. Es war 5 Jahre nach dem Abkommen von Paris, aber 2020 hatten wir halt mehrere globale Krisen. Natürlich die immer noch andauernde Covid-19-Pandemie. Aber was fast übersehen wurde, ist, dass wir viele Wetter- und Klimaextreme hatten dieses Jahr. Wir hatten Höchstrekorde in der Arktis, also 38 Grad Celsius, Temperaturrekord. So heiß war es noch nie, laut unseren, das, was halt maximal gemessen wurde. Und wir haben auch plus 18 Grad Celsius in der Antarktika gesehen. Das war so heiß wie noch nie zuvor. Und das hat auch zu einem weiten Abschmelzen geführt. Und wenn wir jetzt herauszoomen und das größere Bild anschauen, dann können wir uns halt die verschiedenen Zeitalter anschauen. Und wir sehen die Entwicklung der Temperaturen seit der letzten Eiszeit. Und immer, wenn ich das sehe, also wenn ich mir das anschaue, dieses Diagramm, dann sehe ich, dass das Holozän, wo die menschliche Zivilisation sich entwickelt hat, dass wir ziemlich stabile Klimabedingungen hatten. Und das, was ich auch sehe, dass der Unterschied zwischen der Eiszeit damals
Und der Warmzeit jetzt, dass das ein Unterschied zwischen 4 und 5 Grad ist, was die globale Temperatur angeht. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was die Zukunft bringt, dann haben wir halt auch 4 bis 5 Grad Erwärmung. Und was wir sehen können, ist, dass dieser Temperaturanstieg, selbst der niedrigste Anstieg, dass das alles viel schneller passiert als auf der linken Seite des Diagramms. Und wir sehen halt, dass die Menschen tatsächlich eine geologische Kraft geworden sind. Und aber es war eigentlich anders früher. Also in der Eiszeit hat die Aufwärmung und das Eis unsere Entwicklung geformt. Aber jetzt ist es umgekehrt, dass wir die Welt umformen. Und ja, wir Gletscher schmelzen ab und die Natur verändert sich aufgrund unserer Aktivitäten. Und auch wenn die großen Eismassen in der Antarktis und in Grönland fernab zu sein scheinen, haben wir trotzdem interessante Einblicke aus diesen Regionen, weil wir diese Eiskerne haben, die aus den tiefsten Schichten von Eisbergen aus Schelfeis gewonnen wurden. Und wir können halt Hunderte von Tausenden von Jahren zurückgehen und man kann die Bedingungen damals auf der Erde sehen und auch wie die Temperaturen sich geändert haben. Und das ist einer der Gründe, warum das Schelfeis so wichtig ist. Und das Ding ist auch, dass Grönland und die Antarktis wirklich schlafende Giganten sind. Und eine Frage, die man sich dann natürlich stellen kann, ist, wie viel Eisvolumen ist da eigentlich? Und wenn das alles schmelzen würde, wie wird sich das verteilen auf der Erde? Also, wenn Grönland abschmelzen würde, hätten wir einen globalen Seelevelanstieg von 7 Metern. Und wenn Westantarktika abschmelzen würde, wären es 5 Meter. Und wenn Ostantarktika abschmelzen würde, hätten wir mehr als 50 Meter Seelevelanstieg global. Und wir sehen bereits jetzt heute, dass dieses Schelfeismasse verliert und das ist, das stimmt auch überein mit dem ungünstigsten Klimaszenario, das man hier sehen kann. Und ja, wir sind halt momentan wirklich auf diesem schlechten, auf dieser schlechten Trajektorie. Und was das bedeutet, dass selbst wenn wir unsere Emissionen stoppen würden heute, gibt es halt immer noch diese Trägheit, die dafür sorgt, dass der Trend sich noch etwas weiter fortsetzt. Und woran liegt das jetzt alles? Also hier sieht man ein Beispiel für einen Schnitt durch das Schelfeis. Wir haben einen Teil, der direkt mit der Atmosphäre in Kontakt ist. Wir haben einen Teil, der direkt am Boden ist. Und die Trennung zwischen diesen Bereichen ist diese Grounding Line, also diese Grundlinie. Und dieses Schelfeis wächst durch Schneefall. Und mit der Zeit, aufgrund der Schwerkraft, drückt das Schelfeis sich selbst runter. Und deswegen gibt es diesen Fluss von Eis entlang des Schelfeis. Aber auch aufgrund der, es gibt aber auch Abschmelzen an der Unterseite. Und es kann natürlich diese Kalbung geben, wo größere Stücke abbrechen.
Was wir hier sehen, ist eine typische Situation für die grönländischen, für das grönländische Schelfeis. Und das Ganze ist tendenziell ist es eher wärmer in Grönland. Und deswegen wird auch mehr an der Oberfläche schmelzen. In der Antarktis dagegen ist es nicht nur viel kälter, sondern das Eis, die Eisschicht hat auch fast überall irgendwie so ein bisschen Eis, kleine Eisschollen überall. Und deswegen ist es in der Antarktis auch ganz wichtig, dass es eben unter diesen Eisschichten nochmal ein bisschen schmilzt. Nur mal einen Eindruck von der Dicke dieses Eises habe ich das Bild mitgebracht. Das ist mein erster Eindruck von der Antarktis. Das ist nah an der deutschen Forschungsstation. Und ich werde nie vergessen, den ersten Moment, wo ich eben diese Grenze gesehen habe. Es war in der Mitte der Nacht, aber wir waren im Sommer. Das heißt, wir hatten 24 Stunden Tageslicht. Aber ich bin aufgewacht, weil es auf einmal dunkel wurde. Also ich bin dann auf die Brücke gegangen, um zu sehen, was da passiert. Und ich habe gesehen, dass da so eine Wand von Eis war. Und wenn man weiß, dass irgendwie diese ganzen Eisschichten tatsächlich zum Großteil unter dem Wasser sind, das heißt nur 10% sind überhaupt sichtbar. Das heißt, in diesem Beispiel war diese Eisschicht tatsächlich insgesamt mehr als 100 Meter dick. Also wirklich so das ewige Eis. Das war das, woran ich gedacht habe. Und ich habe mir echt überlegt, ob das vielleicht das richtige Wort ist. Es schien, als wäre es komplett statisch und nichts hätte sich bewegt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Sogar im Gleichgewicht bewegt sich das Eis die ganze Zeit. Und das sieht man jetzt mit diesen kleinen weißen Punkten. Und wir sehen eben, wie das Eis von innen nach außen zur Küste wandert. Und wir haben ganz verschiedene Geschwindigkeiten und Schnelligkeiten von fast null in der Mitte bis zu nach außen, wo wir irgendwie mehrere Kilometer pro Jahr haben. Wenn ich in der Lage wäre, darunter zu tauchen, dann könnte ich vielleicht ein Bild schauen, dann könnte ich mir vielleicht so dieses Bild anschauen, diese Grundlinie. Und dann, das ist sozusagen das Beispiel, wo die solide Erde, das Eis und Wasser wirklich zusammen ist. Und diese Grundlinie ist sehr wichtig für die Zukunft von der Antarktis. Und was diese Dynamiken sehr schwierig macht, zu verstehen und auch die Zukunft zu projizieren, ist, dass diese Eisschichten wirklich verschiedene positive Feedback-Mechanismen haben, also die sich gegenseitig verstärken und immer wieder. Das sind manche Beispiele, manche davon kennen wir ganz viel, also zum Beispiel das Eis-Albedo-Feedback und das Melt-Elevation-Feedback. Und wie ich gesagt habe, in Grönland sehen wir ganz viel Schmelzen an der Oberfläche. Wenn du jemals über Grönland geflogen bist, sieht man eben, dass da Flüsse sich bilden. Und im letzten Jahrzehnt hat Grönland verschiedene extreme Schmelzevents erlebt, besonders 2010, 2012 und im letzten Jahr. Und der Grund für diese extremen Schmelzevents war eine Kombination von Fakten. Es ist irgendwie die Länge des Sommers, aber auch die Temperatur und die trockenen Sommer. Und das haben wir eben auch in Grönland gesehen, so wie in Europa. Also zum Beispiel 2018 im August war fast die gesamte Oberfläche mit geschmolzenem Wasser.
bedeckt. Warum ist das so wichtig? Weil da ist auch so ein bisschen ein sich selbst verstärkendes Feedback, das da existiert. Also wenn man von oben nach unten schaut, es wird irgendwie immer wärmer. Das heißt, wenn genug schmilzt, könnte das dazu sorgen, dass die Oberfläche nach unten geht und unten ist es wärmer. Das sorgt dann dafür, dass mehr schmilzt. Das sorgt dann dafür, dass die Oberfläche wieder sinkt und so weiter und so fort. Also das kann diese sich selbst unterstützenden Dynamiken auslösen. Und immer wenn wir so einen positiven Feedback-Mechanismus haben, können wir auch einen Punkt haben, an dem es nicht mehr weitergeht, also einen Kipppunkt. Und hier ist ein Bild, wo man das eben sieht, wo wir das eben analytisch gemacht haben, also mit einem Stift und Papier, auf Stiften, wo wir von einem stabilen Grönland-Eis, wo wir von einer stabilen Grönland-Eisschicht zu einem Punkt gehen, an dem das ganze Eis schmilzt, solange bis tatsächlich kein Eis mehr auf der Oberfläche da ist. Das ist was, das wir theoretisch verstehen können, aber das ist auch was, das wir irgendwie auch komplex in numerischen Eisschichtmodellen haben. Und wir sehen, es gibt im Prinzip eine Wärmegrenze. Ab diesem Punkt sorgt das dafür, dass die Eisschicht tatsächlich verschwinden würde. Und irgendwo gibt es zwischen 0,8 und 3,2 Grad. Und wir sehen eben, da gibt es irgendwie so einen riesigen Schritt. Also wir gehen von einer Eisschicht, die existiert, dazu, dass die Eisschicht nicht mehr existiert, irgendwo zwischen dieser Temperatur. Wie das aussieht, kann man visualisieren mit numerischen Eisschichtmodellen. Wir sehen, sobald diese Grenze überschritten ist, wird die Eigendynamik dafür sorgen, dass es eben fast kein Eis mehr übrig ist, außer in den Bergen, wo es eben kleine Eisschichten übrig bleiben. Etwas ähnlich, aber auch verschieden, passiert auch in der Antarktis. Weil ich gesagt habe, wie ich vorher gesagt habe, in der Antarktis ist es wirklich sehr viel kälter. Das heißt, wir haben momentan sehr viel weniger Schmelzen an der Oberfläche. Aber wir haben eben diese ganz kleinen Eiskippen, die dann in der Nähe sind. Und die sind sehr wichtig. Also irgendwie, wir haben in den letzten Jahren extrem viel Masse verloren in der Antarktis, besonders in Amundsen und Bellinghausen, in der Westantarktis. Und der Grund dafür ist die Interaktion zwischen dem Eis und dem Ozean. Also wir sehen, der Ozean umgibt die Eisschichten. Und wir sehen, es gibt da wirklich sehr große Unterschiede zwischen den Temperaturen. Also zwischen Weddell und Bellinghausen ist der Temperaturdifferenz ungefähr 2 Grad. Also wir sehen, dass es da eine Veränderung gab von einem kälteren zu einem wärmeren Umgebung sozusagen. Und das sorgt dafür, dass eben unter der Eisschicht das schmelzt. Und das sorgt dafür, dass diese Eisschichten sich irgendwie verdünnen. Okay, diese Eisschichten, wenn das irgendwie schmilzt, das sorgt nicht im ersten Moment dafür, dass diese dass das Grundwasserspiegel steigt, sondern stattdessen sorgt das dafür, dass es eben bleibt. Aber wir sehen, dass eben immer, dass wenn diese Schichten eben schmelzen, dann werden immer mehr Schichten von der innerhalb dieser Eisschicht runterfliegen. Das nennen wir Buttressing-Effekt oder Buffering-Effekt. Und dann haben wir eben immer mehr Eis, das in die Ozeane fließt. Und was für einen Einfluss hat das auf die Eisschichtdynamik und die Stabilität der Western Antarktis? Ihr habt vielleicht diese
diese Titel gesehen in den letzten Jahren. Die hier ist von 2014, der Holy Shit Moment der globalen Erwärmung, des Klimawandels. Und der Grund dafür war tatsächlich die Amundsen-Region der Westantarktis. Und wir fliegen da gerade hin. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist nicht nur, dass es immer mehr stärkeren und schnelleren Eisfluss gibt, sondern wir sehen eben auch, dass diese Eisberge im Prinzip zurückgegangen sind. Also das Braune sind Orte, wo die Eisberge zurückgegangen sind und wir jetzt langsam irgendwie tatsächlich Zurückgehendes haben. Hier ist auch wieder so eine sich selbst verstärkende Umwelt, wo wir eben sehen, dass diese Eisschichten am See, also auf dem Grundwasserlevel sind. Und wir sehen, dass wir hier so eine Brichtung haben. Also irgendwie, je näher man kommt, desto tiefer geht diese Eisschicht. Und dann können wir sehen, in zwei Dimensionen mathematisch, dass eine Instabilität passiert, also dass es instabil wird. Der Grund dafür ist, dass wir so eine Feedback-Loop haben, also eine zwischen der Grundlinie, zwischen dem Zurückgang der Grundlinie und dem Eisfluss da, also wie die Eisschicht da aussieht im Prinzip. Und das sorgt eben dafür, dass die Grundlinie weiter zurückgeht und so weiter und so fort. Da haben wir also so einen positiven Feedback-Mechanismus an der ostantarktischen Eisfläche. Und die Konsequenz ist jetzt, dass die Instabilität bereits am unterwegs ist. Also, und die Frage ist natürlich, wie schnell passiert das alles? Und je größer die Instabilität, desto schneller geht das. Und wir wissen, die Frage ist halt, wie schnell passiert das? Und das ist natürlich davon abhängig, wie weit wir mit der globalen Erwärmung schon sind. So this is what's happening in und das passierte im westantarktischen Eisschild. Und wir wollten dann wissen, wie stabil sind diese Bereiche. Und wir machten eine Stabilitätsanalyse, um zu sehen, wie groß das Risiko für die langfristige Meeresspiegelerhöhung ist. Und wir haben uns die globale Durchschnittstemperatur angeschaut und wir wollten dann die Stabilität der verschiedenen Punkte messen. Und wir sehen, bei ungefähr 2 Grad Celsius sehen wir, dass viele Bereiche abgeschmolzen sind. Und die Temperatur, also wenn die Temperatur weiter steigt, dann sinkt auch die Oberflächenhöhe. Und das führt dann auch zu weiteren Rückkopplungseffekten. Also haben wir da einen weiteren Schwellenwert, der dafür sorgt, dass Ostantarktika ebenfalls mit beeinflusst wird. Bei 10 Grad Erwärmung könnte es sein, dass die Antarktis komplett eisfrei sein könnte. Und was wir sehen hier ist der. Was wir hier sehen, sind stabile Checks, Stabilitätschecks. Es geht jetzt nicht darum, vorherzusagen, was jetzt passiert im nächsten Jahrhundert, sondern einfach um zu schauen, wie das sich entwickeln wird. Also wie die Stabilität ist. Also was wir hier sehen, ist eine Hysteresis von dem Eisschild.
weil wir halt sehen, dass das Eisschild nicht einfach wieder zurückwächst, sondern dass es halt deutlich kältere Temperaturen erfordert, wenn man die Entwicklung rückgängig machen würde. Und wir sehen halt diese zwei Pfade, einmal das Abschmelzen, was leichter passiert, als das Zurückgefrieren. Und wie das dann regional aussehen würde, sieht man hier. Wir haben halt den Eisrückzug und die Rückkehr des Eises oder der Zuwachs des Eises danach. Bei 4 Grad sieht man das, sind das große Teile nicht zurückwachsen oder nicht, also das Eis nicht zurückwächst bei 4 Grad. Und daran sieht man halt, dass der antarktische Eisschild ein Kipppunkt ist. Also wir sehen, dass halt sowohl Grönland als auch die Antarktis Kipppunkte sind. Und wir haben natürlich noch weitere Kandidaten für Kipppunkte auf der Erde. Natürlich den Amazonas, die Korallen und auch der Golfstrom. Also wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Diagramm mit den Temperaturen und nun auch die Informationen einsetzen, die wir wissen über die Kipppunkte, dann sehen wir, dass da drei Gruppen von Cluster, also Kipppunkten sind. Einige dieser Kipppunkte sind gefährdet, dass sie in einen anderen Zustand umschlagen. Und die am meisten gefährdeten Kipppunkte sind unter anderem eben Grönland und der arktische Eisschild. Und Klimawandel treibt das halt voran. Und wenn es eine Sache gibt, die ich gerne möchte, dass ihr aus diesem Vortrag mitnehmt, ist, dass Eis wichtig ist. Also zum einen kann Eis aus den Polarregionen als Klimaarchiv dienen. Gletscher und Schelfeis sind wichtige Kontributoren für zukünftige Anstiege des Meeresspiegels. Und Grönland und Antarktika sind Kipppunkte im Erdsystem. Und das nächste, was wir verstehen müssen, ist, wie diese Kipppunkte miteinander interagieren. Und dafür müssen wir natürlich auch die Mechanismen hinter diesen Kipppunkten verstehen. Und dann müssen wir natürlich auch wissen, wie die Interaktion zwischen diesen Kipppunkten die Stabilität des Gesamtsystems beeinflusst. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir hoffentlich zu den Fragen. Okay, es scheint ein Problem zu geben. Wir warten jetzt mal kurz, bis die das gelöst haben. Okay, super. Ja, fein. Gut, dann. Okay, scheint zu funktionieren. Könnt ihr mich also hören? Ich glaube, ich komme gerade zum Ende. Ich weiß es nicht. Und ihr müsst mir aber sagen, wann ich wieder drauf bin. Du bist live. Hallo, willkommen zurück. Thanks for this awesome talk, Ricardo. Welcome back. Thank you for this awesome talk, Ricardo. If you have any questions regarding this awesome talk, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann, sorry, bitte schreibt auf Twitter RC31. O-N-E. Und wenn ihr könnt auch im IRC fragen. Ich habe schon eine erste Frage. I don't know, Ricardo, if you can hear me, but is there anything that this specific ist da etwas, was gerade wir Hacker machen könnten, um zu helfen,
um das Ganze aufzuhalten? Ja, vielen Dank. Große gute Frage. Also erstmal, ich bin ein Nerd und Hackerin selbst. Ich bin Entwicklerin eines dieser Modelle, das man eben verwendet, das man überall auf der Welt verwendet. Mit ganz vielen verschiedenen Anwendungen wird das verwendet. Also als Nerd und Hackerin kann ich sagen, es gibt vieles, das wir machen können, insbesondere darin, diese Dynamiken besser zu verstehen. Von Grönland und von der Antarktis, aber auch vom gesamten Erdsystem. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir die individuellen Komponenten sehr gut verstehen oder immer besser und besser verstehen und bessere Beobachtungen haben, sowohl aus der Luft, also mit Satelliten, als auch von der Erde, um diesen Prozess zu verstehen. Aber was wir jetzt brauchen, ist eben diese Beobachtungen zu verbinden mit unserer Modelling-Sachen, mit Machine Learning und Big Data, um das zusammenzubringen und diese verschiedenen Puzzleteile zusammenzubringen, um zu verstehen, was das bedeutet für das Erdsystem als Ganzes. Wir verstehen jetzt, dass es verschiedene einzelne Kipppunkte gibt. Und wir wissen auch, dass wenn die globale Erwärmung weitergeht, dann ist es immer wahrscheinlicher, dass wir diese Kipppunkte erreichen und überschreiten. Aber wir müssen immer noch verstehen, was bedeutet das für die Gesamtstabilität unseres Planeten? Thank you for this extended answer to this question. I have another one and I would like to know. Du hast eine Folie gezeigt, wo das Eis braun geworden ist. Und du sagtest, dass das Ganze das Schmelzen beschleunigt. Aber können wir das nicht einfach übermalen mit mit reflektierender Farbe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was du irgendwie fragst, ist so die Frage des Eis-Albino-Feedbacks. Also wenn wir schwarz tragen, ist es wärmer und wenn wir weiß tragen, ist es kälter. Und das Gleiche ist auch die Wahrheit für unseren Planeten. Also das Eis sorgt auch dafür, dass es insgesamt kühler wird in unserem Planeten. Wenn wir diese nicht hätten, diese Eislandschaften, das würde bedeuten, dass der Planet sogar noch schneller und noch stärker wärmer würde. Und also momentan wird das Eis-Albino-Feedback hilft uns immer noch dabei, die Temperaturen niedrig zu halten oder niedriger, als wir das ohne hätten. Und ja, deswegen ist es für uns interessant zu verstehen, was würde das bedeuten für die globale Durchschnittstemperatur, aber auch für die Regionen, für spezielle Regionen, wenn wir eben diese Eisoberfläche verlieren würden. Aber es würde eben auch interessieren, wenn wir Teile des Planeten weiß anmalen würden, was würde das bedeuten? Was wir herausgefunden haben, wenn wir die Eisschichten verlieren würden und dann allein durch das Albino-Feedback würde das alleine dazu führen, dass wir 0,2 Grad Celsius zusätzliche Wärme erlauben. Das wirkt jetzt nicht so viel, aber im Gesamtidee mit dem Paris Agreement, mit dem wo wir eben nur 2,5 Grad haben wollen, sind diese 0,2 Grad dann vielleicht doch relevant. Wir haben das schon numerisch gemacht, um rauszufinden, was für einen Effekt das haben. Also wir haben da so ein bisschen was wäre, wenn gespielt, auch in Bezug auf diesen Weißeffekt. Very interesting. So should we now start to develop drones? So now should we send out drones? Sollten wir jetzt Flugdrohnen rausschicken, die Farbe verteilen? I think we have a much better solution, and that is we know that we need to mitigate climate change and reduce greenhouse gas emissions. Das ist eine gute Frage, und wir wissen, dass wir irgendwie die CO2-Emissionen runtersetzen müssen, um den Klimawandel zu machen. Das wissen wir halt. Aber die Frage
Frage, ob wir irgendwie alles weiß anmalen müssen. Wir glauben nicht, dass das groß, dass wir das in vielen, dass wir das in einer groß genug Skalierung machen können, um das zum, um, damit das wirklich einen Einfluss hat. Das andere ist, selbst wenn wir das hinbekommen, selbst wenn wir das global dann hinbekommen würden, heißt das nicht, dass wir die regionalen Veränderungen eben nicht eben wieder umkehren könnten. Wir sehen schon, dass wir jetzt immer mehr extreme Klima-Events haben und wir sehen, dass wir eben, dass wir vielleicht nicht in der Lage sind, das zurückzusetzen, nur auf der Basis davon, dass wir die Temperatur runtersetzen. Wie alt ist das älteste Eis in der Antarktis? Ja, das ist eine gute Frage. Das älteste Eis, wir suchen tatsächlich das älteste Eis immer weiter. Wir wissen, dass die Antarktis das letzte Mal vor 34 Millionen Jahren eisfrei war. Und wir wissen, dass die Antarktis vielleicht irgendwie wieder eisfrei werden könnte mit 10 Grad globaler Erwärmung. Und wir müssen uns denken, dass es etwa 34 Millionen Jahre, vor etwas 34 Millionen Jahren war es eisfrei. Und wie ich gesagt habe, wir suchen momentan international irgendwie das älteste Eis dort und eben auch, damit wir wirklich die Geschichte der Erde besser verstehen. Das ist sehr aufregend. Und das ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, sind diese Eisschichten wie so Jahresringe in Bäumen. Und wir können momentan jetzt schon mehrere hunderttausend Jahre zurückgehen. Aber das gesagt, es ist auch wichtig, dass wir bedenken, dass Menschen das nie erlebt haben. Und deswegen können wir nicht genau sagen, was da jetzt passiert, weil es ist ja noch nie passiert. Vielen Dank für die Antwort. I know it is not the core of your research, but someone from the internet asked if it's possible for old viruses. Ich weiß, dass es nicht der Fokus deiner Forschung ist, aber ist es möglich, dass alte Viren oder alte Schädlinge aus dem Eis auftauen? Und ist das gefährlich? Okay, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber ich könnte mir das vorstellen, vor allem an den Temperaturen, die wir jetzt haben. Insbesondere im Kern haben wir Temperaturen, die bis zu, die kälteste Temperatur war irgendwie minus 90 Grad Celsius, die wir gefunden haben. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr kalt da. Da könnten vielleicht einige Bakterien, die das überleben könnten. Und ich habe darüber gelesen, dass es Bakterien gibt. Aber ich würde jetzt nicht wissen, ich weiß nicht, dass es viele Bakterienspezies gibt, die das eben überleben könnten. Also, um ehrlich zu sein, würde ich da auch für lesen müssen. Yeah, thank you for this answer. I remember that you watched. Du hast eine Animation gezeigt, wo die verschiedenen Eislevels simuliert wurden, um den Kipppunkt zu finden. Und jemand fragt, was ist die Zeitskala zwischen dem Kipppunkt, der erreicht wurde, und dem kompletten Abtauen? Ja, das ist sehr wichtig. Es ist wichtig, wir schauen das in der Veränderung der Temperatur. Und der Grund dafür ist, dass wir eben eine ganz langsame Veränderung in der Temperatur haben. So langsam, dass es tatsächlich sehr viel langsamer ist als die externe Zeitskala sozusagen. In dem Fall hatten wir Temperaturenveränderungen von 10 hoch minus 4 pro Jahr. Und der Grund dafür ist, dass wir so irgendwie die Hysteresekurve annehmen können. Das sind keine Projektionen, sondern das sind jetzt sozusagen die tatsächlichen kritischen Grenzen, die Teile der Antarktis nicht überleben können.
Okay, nicht nur, wir arbeiten, natürlich arbeiten wir auch damit, um zu verstehen, was bedeutet das dann für den Meeresspiegel über die nächsten Jahrzehnten, vielleicht Jahrzehnten bis Jahrhunderten bis Jahrtausenden. Und ein wichtiger Punkt hier ist, dass ein Großteil des Eises, das wir jetzt verlieren, würde wahrscheinlich nach dem Jahrhundert verändern. Ganz oft schauen wir uns irgendwie Dinge nur an bis zum Jahr 2100. Also in den nächsten Jahrzehnten, wie wird der Meeresspiegel verändern? Aber weil wir in diesem System so viel Trägheit haben, sorgt das dafür, dass wenn wir jetzt die globale Erwärmung stoppen würden, würden wir immer noch eine Erhöhung des Meeresspiegels haben, die noch Jahrzehnte anhält. Und deswegen glaube ich, dass wir den Meeresspiegelerhöhung wirklich diskutieren müssen, eher in einem Bereich, wo wir darüber nachdenken, was machen wir jetzt in Zukunft und nicht eben, was jetzt passiert. Und es gibt dann zwei Fragen. Das eine ist, wie groß wird der Meeresspiegel sinken, also der Meeresspiegel steigen? Und das zweite, was eben ist, die Geschwindigkeit der Veränderung. Und wir finden, langfristig erwarten wir, dass 2,3 Meter pro Grad das, also pro Grad Erwärmung wird der Meeresspiegel um 2,3 Meter steigen. Und es ist vielleicht ganz wichtig, dass wir eben auch weitere Zeiträume anschauen als nur bis 2100. Danke für die Antwort. Wir haben leider keine Zeit mehr über. Also vielen Dank nochmal für diesen großartigen Vortrag. Der nächste Vortrag geht um die Messung von CO2-Levels innen drin.